jetzt endlich mal gegen das Würstchen. Drache gegen Drache. Ey, das ist unfair. Ich habe nicht volles Leben. Alter, der hat einen lilanen Balken. Wie viel hält der aus? Oh Gott, ist der schnell. Der ist verdammt schnell. Boah, ist der schnell, Alter. Ja, gerade noch erwischt. Wow, wir haben in der Zeit, wo er mir die Hälfte abgezogen hat, ihm fast einen so einen Balken abgezogen, aber das ist tatsächlich nicht so leicht, weil der weicht echt jedem zweiten Schlag aus und trifft dich aber auch mit jedem Scheiß, wo du nicht ausweichen kannst. Hier. Oh, der hätte ihn eigentlich treffen müssen. Ja, da, es ging schnell. Alter, wie schnell der ist. Wie soll ich den denn besiegen? Du kannst halt auch nicht blocken alles. Du kannst nicht allem ausweichen. Ey, das wird ja wieder ein Traumkampf. Oh, natürlich triffst du mich wieder, ne? Drecksack. Guck dir mal das an. Wieso, was soll ich? Jetzt, hier, du kannst mal aufhören, immer diese langsamen Schläge zu machen. Das ist echt ein bisschen ätzend. Ach, Kiryu, jetzt mach doch mal das, was du sollst, Mann. Ey, ich drück ausweichen, der macht gar nichts. Ich drück auf Schlagen, der macht seinen komischen roten Konter da, der gar nichts bringt. Ja, wow. Ja. Keine Chance. Sorry, aber das sehe ich jetzt schon, dass ich gegen den keine Chance habe. Weil der ist ja noch 10-mal schneller als der eben bei Majima. Und Majima ist schneller als Kiryu. Also du kannst natürlich in den... Nee, nicht in den Beast, sondern in den Rush-Stil gehen. Bist du auch... Ach komm, ist klar. Ja, wenigstens mal ein bisschen. Also ich weiß natürlich immer noch nicht, ob es so wirklich funktioniert. Weich doch aus. Wieso kann ich in den Schlägen nicht ausweichen? Er kann mitten im Schlag auf einmal ausweichen. Aber ich kann das nicht. Oh, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Nö. Lass mich jetzt mal recken hier. Der lässt mich nicht recken, der rennt mir die ganze Zeit hinterher, der nervt. Ja, ich tue mich gerade ein bisschen recken, ohne Items dafür zu verschwenden. Nur falls man sich fragt, was ich hier mache. Ah, kannst du mal weggehen? Ah ja, wow. Hau mir doch gleich noch eine 20.000er-Kombo rein, wie wär's? Penner, Wow. Wir haben ihn mal in der nächsten Stadium. Das war knapp. Nein, 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 nein.
Lass das mal schön bleiben, mein Freund. Ey, der hat den Stuhl nach mir geworfen. Dein Ernst? Der wirft einfach einen Stuhl nach mir. Ey. Boah, ist echt, wie der alles wegblockt. Einfach alles. Ich komme nicht zum Schlagen. Ich komme überhaupt nicht dazu, überhaupt irgendwas zu machen, Alter. Ich kann nichts machen gegen den. Oh, wie schnell der ist. Und den interessiert es gar nicht, dass ich ihn treffe. Es interessiert ihn überhaupt. Was soll ich denn da machen, ne? Ist doch ein Witz. Wo hat der den Stuhl schon wieder eigentlich her? Der hat doch gerade seinen Stuhl weggeworfen. Weg! Kiryu, geh doch weg! Mann! Alter, das ist so ätzend! Nicht Beast! Rush, der lief eigentlich ganz gut. Oh, der hat so eine Reichweite mit diesem... Sag mal, raff dich mal mit deinem Kackstuhl! Ja, das interessiert den gar nicht, dass ich den schlage. Ja, das interessiert den überhaupt nicht. Ich, keine Ahnung, was ich da machen soll. Ja, wie soll denn der Kampf funktionieren? Also, ich habe das so nicht so ganz verstanden, weil, ich kann ihn zweimal treffen, dann trifft er mich so oder so, egal was passiert. Machen wir halt einfach mal so. Er lässt sich nochmal machen, schade. Hä? Wieso braucht denn der schon wieder so lange zum Aufstehen? Der hat halt die, ne? Okay. Geh weg, Kiryu! Weg! Boah, was? Der Kampf ist echt heftig. Aua. Boah, ich kann nicht ausweichen, ich kann nicht ausweichen, ich konnte nicht ausweichen. Der trifft mich mit jedem seiner fucking Schläge. Hier, guck mal, ich komme nicht weg. Ey, Mann, warum sind die Kämpfe denn immer so ätzend? Geh doch weg, Alter! Ey! Hey, ich weiche jetzt aus und beweg mich Millimeter nach links. Du blöder Pfosten, Kiryu. Oh, Alter, wie viel Schaden der macht. Das ist so übertrieben. Es ist so übertrieben, ne? Oh, das war so klar, dass der Penner wieder ausweicht. Oh ja, brauchst wieder 10 Jahre zum Aufstehen. Brauchst wieder 10 Jahre zum Aufstehen. Oh mein Gott, du nervst. Ja, klar. Ja. Klar.
Es ist unfassbar. Was soll ich denn gegen solche Aktionen machen? Der packt mich einfach und schmeißt mich zu Boden. Was soll ich da machen? Ja, natürlich. Komm, Alter. Ey, was soll denn das? Und er haut halt sofort meine Scheiß-Heat die ganze Zeit weg, der Werner. Ja, natürlich triffst du. Natürlich. Im Sprung drehst du dich um. Das ist... Es ist so lächerlich. Natürlich, jetzt weiche ich schon aus, weißt du? Oh, der war zu früh. Der war doch ganz gut, okay. Oh nee, jetzt ist er benommen. Aus, immer auszuweichen, Mann! Ja, klar, genau. Ich komme wieder nicht weg von ihm. Ich komme nicht von ihm weg. Ja, was soll ich da denn machen? Sag mir doch, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Der ist... Alter! Ah, ja, natürlich weichst du wieder aus. Ich hatte den gerade von hinten, ne? Ja, natürlich. Alter, Kiryu, ernsthaft. Noch einmal wirst du so getroffen, ich schwör dir. Ah, der nervt so übel. Na, endlich habe ich ihn mal wieder erwischt. Penner. Komm her. Natürlich, weißt du, der greift in eine Richtung an, dreht sich instant dahin, wo ich mich hin ausweichen. Hallo, Ki. Alter, das ist nicht wahr. Im Aufstehen hat er mich gerade gepackt, der Penner. Ja, natürlich. Ja, ich vergesse immer, dass ich dich nicht treffen kann. Blöder alter Drecksack. Ist das jetzt das Ende oder was? Boah, war der Kampf ätzend. Och, meine Fresse. Ore mo hitotsu dake kuse kara moranda koto ga aru. Gokudo wa hari tsuzukeru kagiri make ja ne tte koto da. Omae mo Kazama mo soshite onna mo kanarazu Cursed.
ねえよな。この俺をやれや、キリュウ。それでこそ風間慎太郎を継ぐ本物の国土だ。超えちまったら戻って来られなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ兄弟、踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦、そいつらを殺すのか、真島。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないやるんや。殺すんや、俺がこいつらを。誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大我が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手が綺麗なままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだと、そう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。でもあの子を救うことにならん言うんやったらどないしてっちゅんじゃ。もう終わったんだ、真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を。何言ってる。女が生きているのか、バカな。それじゃあ殻の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。
神室町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日京連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ、あんたも俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。佐川、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一粒は日京連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島。親父、日京連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一粒を近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話
ようのこのこ言いに来たな、マジマ。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。セラに言うとけ。空の一壺も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やないほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。災難だったな、堂島。阿波の河岸に久世と渋沢も殺にパクられた。風間が無所から戻ったところで今の堂島組は神室町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来東条会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。セラには本家若頭として引き続き堂島が手放した
神室町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は。そうか。おやすさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ、だができるのか、カズマ。覚悟はできてます。おい、キリュウ、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山君、急に大声出さないでよ。お前堂島組に復帰したってマジか。え、今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間の親さんにはこのまま仇に戻れって言われた。おやさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を立花に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。はあ、そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道が
そいつのやるべきことっていうか、奴らみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための道島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのをな。あれ、お前いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。でも、らしさってのは自分で決めるもんだろう。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたって罰は当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた、これで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来てろ。ありがとうよ。なんだよ急に勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺お前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか、じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう、カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ！てめえ！ほら行くぞ。いいな。Was das jetzt? Nein, natürlich nicht. Nanda, so eine hentegona Jacket. Grando de Hatarete da Gorno, ich kann mir sagen, wo ich dann. Hottogea.俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いか分からんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。Thank you.
まあお前とは妙な体験しちまったが、これから同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。 せいぜい死なないように頑張ろうぜ。<笑>あんたは死んでも死ないやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。 あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで。真島五郎っち男の生き方に。<笑>好きにしろ。 待ってるぜ、真島ちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。な。 話くらい聞いてくれたっていいじゃん。ねえ、君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そう、カリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。ささ、やめて。あんた、 ちょっとやりすぎじゃねえか。これは障害っつうんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。<笑>面白え。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。 あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘下手に出てりゃ息になりやがって。あ、兄貴。 どうです、こいついい女でしょ。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。え、
君はここに。先生、でも。あ、先生。あ、あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。お前の女か。いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何を急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。ん？あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか、惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら早よ言うてやらんかい。で、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。え、はい。Ey, ich dachte jetzt gerade schon nach über 20 Minuten, wie viel will denn da noch kommen? Aber sie haben alles abgedeckt und an sich war es ja auch eine gute Geschichte. Man muss es einfach sagen, die Story war echt cool. Haben sie sich echt ein bisschen viel ausgedacht. Das Spiel war tatsächlich viel länger, als ich gedacht habe. Allein jetzt, als vorher dran stand, Finale, dachte ich, okay, mache ich die Aufnahme doch ein bisschen länger und spiele das Spiel zu Ende. Und dann hat das Finale einfach locker nochmal fast 3 Stunden gedauert. Ja. Ne? So kann es gehen. Und da, demnach ging das wirklich alles etwas länger als gedacht. Aber das Ende hat alles verpackt. Das Kiryu geht zurück zum Dojima, um so seinen eigenen Weg zu finden. Dann
Sein Bruder wird ihn natürlich so oder so begleiten, dass ich denke mal, da kommt keiner drum rum, oder wenn er nicht sogar noch Mitglied dort ist. Dann Majima gehört wieder zur Yakuza. Der Omi-Clan da, der hat den Sagawa gekillt. So, zumindest schien es so im Video. Makoto hat einen Arzt angelächelt. Ja. Also ich meine, ist alles abgepackt. Wir haben die Story durch. Und ich weiß, es tut mir auch voll leid. Ich wusste vorher nicht, dass das so viele Videos sind und so viel Gerede, weil das Problem ist, da kann ich halt nicht reden. Ne? Also ich will den ja nicht dazwischen plappern. Ne? Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Auch natürlich die Möglichkeiten, die man im Spiel hat, hier mit Bowlen gehen, mit diesem nicht dreiarmiger Bandit, einarmiger Bandit, sondern ich meine dieses Grab the Prize, ne? Also diesen Kran da. Dann das Tanzen, dann noch die Sachen mit dem Club, dann noch die Sachen mit den Mädels, dann noch das und das. Du kannst so viel machen in diesem Spiel. Ach guck mal, da gibt's noch ein Ende. Der, ja, Wächter von dritten Chef, sozusagen. Bassoon Falls from Grace. Dieses Captain Shintaro Kazama, achso, ne? Also Kazama übernimmt seinen Platz als Chef von der Dojima-Familie. Ja, wird der Chef vom Tojo-Clan. Hat die Macht über die ganze... Ne. Bla 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 bla. Also 2005, also bis 2005 hat er auch viele politische Geschäfte und Connections gehabt, hat das alles aufgebaut, tolle Führung und hat ihn in den Ärger wiedergebracht. Bla bla bla. Ein wichtiger Pfeiler geworden. Bla bla bla. Ja, hat neue Kollegen mitgemacht irgendwie. Boah, ist das viel Text, Mensch. Wie soll ich das in der Zeit lesen? Ja, der wird ein Kumpel vom Sera und hat großen Einfluss in den Clan. Na. Der wird zum Patriarchen vom Clan 1995. Okay, er bringt ihn weiter nach vorne. Okay, der Nishi. Okay, der geht mit Kiryu, geht er immer weiter nach oben. Bleibt 95 ist ein dunkles Jahr. Kiryu kommt in den Knast. Nishi wird anders. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Na. Okay. The Millennium Tower steht da jetzt, wo die Lot war, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Der tritt der Shimano-Familie wieder dabei als Kapitän. Mad Dog of Shimano. Bla bla bla. Okay, er wird ein starker Pfeiler vom Tojo-Clan und ist halt so der wilde Typ. Ja, Kiryu wird zum Leutnant der Dojima-Family, der Dragon of Dojima. Also der Drache von Dojima, Dezember 95, durch einen Unfall wird sein Leben für immer verändert, geht 10 Jahre in den Knast und steigt immer weiter auf und wo er gerade ist, ist unbekannt. So viel stand dran. Das wäre cool. Wenn es jetzt auf Deutsch gewesen wäre, dann hätte ich das noch mehr gefeiert. Aber das habe ich auch gar nicht erwartet. Das war ja schon das ganze Spiel nicht auf Deutsch. Ja, aber lohnt sich jedenfalls. Ich werde bestimmt nochmal Yakuza spielen. Es gibt ja insgesamt, weiß was ich, 8 Teile oder so. Da werde ich bestimmt den einen oder anderen nochmal spielen, aber nicht als Let's Play. Weil es ist einfach doch nicht so für ein Let's Play geeignet wie gedacht. Deshalb, ja, werde ich dem Ganzen so ein bisschen sagen, yo, ich spiel's, aber ich spiel's für mich. Ja, es ist, oder vielleicht mal im Stream oder sowas. Sowas geht natürlich auch.
aber nicht als Let's Play. Da ist es wirklich nicht geeignet für und... Ja, aber es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, teilweise war es ein bisschen nervig, aber gibt's ein gutes Spiel, das nicht zwischendurch nervt? Mal so ganz ehrlich. Nee, jedes Spiel nervt irgendwann mal. Es ist einfach so, es gibt so Stellen. Ja, ganz viele Leute gehen den Bildschirm von oben nach unten. Beziehungsweise, stimmt gar nicht, gehen von unten nach oben. Verdammt. Ja, Sega. Genau. Shinichi Yoshino. Aha. Okay. Ja, wie gesagt, also super Spiel. Es waren viele Stunden, die ich reingesteckt habe, und es hätten viel mehr sein können, wenn ich mich noch weiter mit diesem Club da beschäftigt hätte, wo man die Mädels da, wo man Geld verdienen kann, ne? Oder wenn ich mich mehr damit beschäftigt hätte, die ganzen Nebenquests zu machen, diese ganzen Side-Stories, ne? Wenn ich die gemacht hätte, dann sind wir jetzt, wären wir jetzt noch nicht fertig, ne? Aber es wurde dann irgendwann auch einfach zu viel, vor allem da die auch nicht vertont waren, die meisten Sidequests. Was bedeutet, ich musste das alles dann auch noch selber übersetzen. Das war ein bisschen happig. Nein, aber wir haben es durch. Wir haben es durchgezogen. Und das Spiel hat durchaus Respekt verdient. Es ist ein gutes Spiel, ohne Zweifel. Und daher habe ich es auch gerne gespielt. Ja. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt. Also zumindest, weil es halt auch als Let's Play ist. Ich bin ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich das nachher schneiden soll. Da kam jetzt am Ende locker nochmal über 20 Minuten. Ja, wir sind jetzt im Moment, glaube ich, bei 30 Minuten mit Abspann und Schlussvideo. So viel Spielzeit haben manche Spiele. Verdammt. Ja, vielleicht gibt es dann eine lange Folge. Also wenn du das hier jetzt hörst, dann weißt du, ob das eine lange Folge geworden ist oder nicht. Aber bestimmt. Ich kann ja nicht nur Video zusammenschneiden und einen Abspann. Oh Mann. Smile Plaza Inc. Das ist cool. Ich frag mich, ob da noch was... Kommt da noch was? Oder läuft der Abschalt? Ich kann ihn auch nicht wegdrücken übrigens. Also, ich drücke hier alle Tasten. Ich kann ihn auch nicht irgendwie wegspulen oder wegdrücken. Oder deswegen gucken wir uns das jetzt einfach an. Ja, die Musik ist cool. Tokyo Logic Corporation Limited. Next Design Inc. Flarewave Inc. Toho Studio Service Corporation Limited. Ich glaub's nicht. Jetzt ist es vorbei, ja, und ich muss trotzdem noch husten. Meine Herren. Tattoo Design Horitomo. Waren coole Tattoos, muss man sagen. Ich würde keins davon nehmen, aber es waren coole Tattoos. Das sind, glaub gerade die Special Thanks, ne? Ach du meine Güte. Geht der Abspann jetzt auch noch mal eine halbe Stunde? Ich hoffe nicht. Aber schon unglaublich, wie viele Leute an so einem Spiel arbeiten, ne? Das fällt einem immer wieder auf. Tamtam. Hardlight. Chief Technical Officer Chris Southall. Sega Europe Limited. Ja. Searchlight. Ja, ich suche auch gerade nach Licht. Commercial Publishing. Okay. Also, es darf jetzt auch zu Ende sein. Es lässt mich nicht gehen, dieses Spiel. Es lässt mich nicht gehen.
ganz viele Limiteds. Executive Producer Hideki Okamura, Executive Producer Hajime Satomi, Producer irgendwas. Executive Director Toshihiro Nagoshi. お礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。本当ダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。私の よう、キリュウちゃん。Okay, das hat wirklich noch gefehlt. Das wollte ich vorhin mich schon drüber beschweren, ja, dass die beiden sich ja gar nicht getroffen haben und jetzt haben sie es am Ende doch nochmal gemacht. Ah, geil. Ja, das finde ich cool. Ah, doch, es ist schon ein gutes Spiel gewesen. Ja, 300 Millionen haben wir bekommen, das ist schön. Und
Ey, wir haben uns das auch verdient. Ja, also definitiv. Resource. Ach, sind das Dings? Ach, krass. Current Difficulty normal. Ne, ich hab's nicht runtergestellt, nicht ein einziges Mal. Playtime 32 Stunden. Das kam mir vor wie 100. Oder 300. Okay, 32 Stunden, 14,7% komplett. Totally Money Earned 1,6 Milliarden. Das ist 6-mal ein kleiner Privatchat. Ja. Cool. Premium Adventure Mode has been added to the menu. Legend Difficulty has been unearned. Ja klar, natürlich. Ja, Sega. Und das sollte es dann endgültig gewesen sein mit Yakuza. Ich bedanke mich ein letztes Mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch Spaß gemacht. Auch wenn ich nicht so viel reden konnte, war es doch ganz lustig. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Was jetzt in Zukunft alles kommt, das werdet ihr dann sehen. Ich habe da so ein paar Spiele auf dem Schirm. Und auch schon so das ein oder andere aufgenommen. Hahaha, ein bisschen hier Vorarbeit leisten. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Ihr könnt mir auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr das möchtet. Auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter. Das ist alles in Ordnung. Und wenn es euch so sehr gefallen hat, dass ihr gerne mehr von mir sehen möchtet, könnt ihr gerne auf Abonnieren klicken. Das ist kostenlos. Es hilft mir weiter und ihr könnt immer aktuell bleiben. Jetzt kommt schon wieder das Video. Verdammt. Und deswegen bedanke ich mich jetzt und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein!